einige Jahre her, dass ich auf die Idee gekommen bin, ein Schiedsrichterprojekt zu starten. Mein Sohn war auf einem Fußballgeburtstag eingeladen und die Mutter von dem Freund hatte dann die Idee, ich gebe meinem Sohn oder also dem Sohn von uns eine Schiedsrichterpfeife, eine gelbe und eine rote Karte. Und da war die Idee geboren, Leon macht Schiedsrichter, Leon wird Schiedsrichterausbildung irgendwie starten und hatte mich dann auch gebeten, dass man in der Richtung etwas macht. Durch die Aktion jetzt sind sie mittendrin statt nur dabei. Also wir können den Jungs auch Alternativen zeigen, dass sie quasi zum Fußballtraining mitgehen können. Sie können das ganz normale Fußballtraining fast alles mitmachen. Sie können Balldribbling machen, sie können Torschießen üben, sie lernen die Regelkunde kennen. Und wir sagen dann auch immer, wenn es dann gegen das obligatorische Abschlussspiel am Ende des Trainings geht, können sie schon einfache Schiedsrichtertätigkeiten übernehmen. Eigentlich fast alle hämophilen Jungs wollen Fußball spielen und aufgrund dieses doch hohen Gefahr, sich zu verletzen, wird es von vielen Eltern nicht erlaubt, ne, weil sie zu besorgt sind. Hier ist das jetzt eine Möglichkeit, dass unter Betreuung von Ärzten, ich als Kinderärztin bin mit dabei, um auch im Fall von einer Blutung zu helfen, unter Betreuung von Sportpädagogen, das als Team zu erleben und Fußball auszuprobieren. Die Perspektive für die Kinder für das Fußballcamp soll so sein, dass sie in den Verein integriert werden können und da tatsächlich anhand eines Schiedsrichterpaten Spiele pfeifen können und so Teilhabe am Fußball haben, dass sie mit auf dem Feld sind und da ihre Rolle finden. Seit 3 Jahren gibt es dieses Projekt, dass wir das machen. Gestartet hat es in Karlsruhe mit einem Wochenende und da gibt es tatsächlich jetzt schon einen Junge, der die F-Jugend im Karlsruher Raum pfeift und der ist total zufrieden und mittendrin und Fußball ist für ihn sein Leben. Meine Erfahrung der letzten 3 Jahre ist, dass Hämophilie und Fußball sehr gut geht, weil im Fußball kann man sehr, sehr viel lernen. Man kann gewinnen lernen, man muss aber eben auch verlieren lernen. Man muss auch mal lernen, eine Technik zu erlernen und dabei hat man überhaupt kein Problem, ob man nun Hämophiler ist oder eben nicht. Ja, das finde ich toll, dass man dieses nach vorne spielen und dann zack, 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 Tor, Jubel und dass einfach alle total da reinhalten, dass man so, oh ja, jetzt spiel mal dahin, ja, los, 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 du schaffst es und Tor. Das finde ich sehr cool. Das ist total wichtig, dass wir das so splitten, dass wir beides haben, damit die auch ihren Spaß haben, weil viel nur Regeln lernen, das wäre vielleicht ein bisschen trocken und so können wir sie ganz langsam dahin motivieren, irgendwie Schiedsrichter zu werden und das klappt also sehr gut so. Fußball ist ein Teamsport und der Teamgeist zählt. Also das finde ich auch cool hier im Camp, dass man vieles über Teamgeist gelernt hat und dass auch irgendwie alles hier mit Teamgeist zusammenhängt. Das ist das erste Mal, dass ich dahin komme und es hat mir alles gefallen, die Leute da und ich mag die auch kennengelernt, die Kinder, meine Freunde auch, ja. Und es gibt die Betreuer, sind sehr nett und ja. Und die Woche finde ich die beste Woche in dieser. Also das hat mir gefallen. Unter den Voraussetzungen, dass die Kinder eine regelmäßige, ausreichende Substitution haben, ist Sport sehr förderlich. Weil ein sportliches Kind, was einen guten Muskeltonus hat, was also geübt ist, sich zu bewegen und auch gegebenenfalls zu fallen, fällt besser und verletzungsärmer als ein Kind, was sich zu wenig bewegt. Es soll dazu dienen, dass die Jungs für sich eine eigene Kompetenz erwerben können im Fußballsport. Eine eigene Möglichkeit, sich zu definieren, um beim Fußball mitzumachen, um, wir sagen immer, Mitglieder in der Fußballfamilie werden zu können und aktiv dabei zu sein. Für die Zukunft haben wir geplant, im kommenden Jahr auch in Berlin ein monatliches Training für hämophile Jungs anzubieten. Die Hallen und die Sportstätten sind soweit gebucht. Wir bieten das weiterhin monatlich an und hoffen, dass wir da auch noch ein bisschen Zuwachs haben, dass noch weitere hämophile Jungs aus dem Umfeld von Berlin mit dazukommen. Und weitere Schiedsrichtercamps haben wir im kommenden Jahr nicht geplant, aber im übernächsten Jahr sind wir wieder in der Planung, dass wir dort wieder etwas starten können. Also wir fokussieren auf das, was möglich ist. Und
nicht mehr auf das, was nicht möglich ist.